So, ich stehe hier mit Katja Mayer und Wolfram Günther. Die Koalitionsverhandlungen sind vorbei. Wie geht's euch denn damit? Ja, wir sind tatsächlich, glaube ich, ein bisschen kaputt und aber auch absolut froh, dass es jetzt vorbei ist und dass wir einen wirklich guten Koalitionsvertrag verhandelt haben mit richtig, richtig vielen Leuten und dass wir jetzt endlich in die Kreisverbände gehen können, das vorstellen können, mit den Leuten diskutieren können und dass wir dann hoffentlich ein positives Mitgliedervotum haben, dass wir dann auch wirklich loslegen können. Sehr gut. Die Verhandlungen generell, wie war das für ein Gefühl? Wie ist es gelaufen? Das war so eine Mischung aus einem wirklichen Dauerlauf über Monate und immer wieder Sprinteinlagen. Und das gute Gefühl war aber, dass wir es tatsächlich geschafft haben, als Gruppe anzutreten und auch beieinander zu bleiben. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, das zu merken, hey, wir sind hier zusammen, wir haben immer wieder geguckt, wo stehen wir, was ist jetzt dran, was müssen wir tun. Jeden Gedanken konnte man irgendwie rückspiegeln mit jemandem. Und das ist ein Gefühl, das trägt einfach. Und das ist neben dem, was wir da jetzt erreicht haben, alles in dem Koalitionsvertrag. Und da wird man eine deutlich grüne Handschrift lesen können, ne? Also jeder, der das möchte. Aber das bleibt für uns zurück und das hat uns wirklich zusammengeschmissen und stärker auch gemacht. Ja, wir stehen jetzt hier an der Elbe, im Hintergrund das japanische Palais. Was haben wir denn für Sachsen erreicht? Was sind die Kernziele? Also was wir wirklich geschafft haben, und das war auch ein gemeinsames Anliegen, dass wir wirklich eine Offensive für den ÖPNV schaffen, dass wir mehr Radwege schaffen, aber dass wir in Sachsen endlich auch nach dem zweiten erfolgreichen Volksantrag endlich auch eine Gemeinschaftsschule hier bekommen werden, dass wir ein Vergabegesetz bekommen werden mit wirklich ökologischen Kriterien, dass wir ein Gleichstellungsgesetz bekommen, ein Transparenzgesetz, was wir schon in der letzten Legislaturperiode eingebracht haben. Ganz, ganz viele tolle Sachen, aber Wolfram, fallen bestimmt auch noch ein paar ein. Wir steigen jetzt wirklich endlich in den Klimaschutz ein. Und Klimaschutz heißt in Sachsen Energiewende. Der Kohleausstieg und gleichzeitig der Einstieg in die Erneuerbaren. Es ist vereinbart, wir haben die Instrumente, jetzt muss es loslegen. Und wir gehen die Herausforderung auch an im wirklich ureigensten Naturschutz, das Artensterben, was uns wirklich alle beunruhigt. Auch da haben wir eine ganze Reihe von Dingen jetzt vereinbart, wo wir loslegen können. Es gibt noch mehr Dinge, etwa der soziale Wohnungsbau. Wir haben auch, es glaube ich, gut geschafft, so diese Frage Stadt und Land auszutarieren und zu sagen, das sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern das gehört zusammen. Und man muss auch die Herausforderungen von wachsenden Städten und von ländlichen Räumen, die Probleme haben, angehen. Da ist der Verkehr manchmal eine Klammer, die das zusammenbindet. Also es ist wirklich voll mit Instrumenten. Wir wissen jetzt gar nicht, wo man, wenn man noch weitermacht, wo man aufhören soll. Vielleicht lest es einfach mal und vielleicht ist es ein starkes Wort, aber lest und freut euch vielleicht auch einfach mal über Dinge, die vor 5 Jahren noch unmöglich schienen hier in Sachsen, dass sie jemals einer politisch vereinbaren könnte. Vielleicht noch ein kleines i-Tüpfelchen für die Koalitionsverhandlungen. Was war so das Highlight, was die Grünen durchsetzen konnten? Was richtig super ist, dass wir die Hochschulen gestärkt haben, dass wir eine bessere Grundfinanzierung haben und ein wirklich kleines Highlight. Wir bekommen in Sachsen jetzt endlich eine Polizeikennzeichnung. Und es taucht an mehreren Stellen auch die Kreativwirtschaft auf. Auch das ist mal ein neuer Begriff von Wirtschaft, auch wenn wir natürlich sagen, Kultur hat auch seinen Eigenwert, ne? Aber das war uns auch wichtig. Sehr gut, genau, denn die Politiker sind jetzt durch. Jetzt liegt es an den Mitgliedern, über den Vertrag abzustimmen. Und damit beenden wir den Tag heute. Ich hoffe, ihr habt noch was Schönes vor und genießt den freien Feierabend.